Hallo alle und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario 2. Ja, ich kommentiere das gerade hier nach, wie ich so im nächsten Part auch sage, habe ich nämlich vergessen, einfach mal den Audioaufnahme zu starten. Danke an Midi, dass sie überhaupt jetzt so aufnehmen kann, wie ich tue. Ich nehme jetzt komplett am Laptop auf. Also ich sehe alles am Laptop. Ich habe auch die Musik am Laptop. Davon. Ja, ich höre die Musik. Es laggt nicht, weil ich habe es geschafft, jetzt einzustellen. Ich kann mit meinem Grabber, also darf Midi jetzt hier vernünftig aufnehmen. An meinem Laptop, ohne den XP-Mode benutzen zu müssen. Wobei ich viel mehr Arbeitsspeicher habe. Und vor allem kann ich jetzt sagen, Bams. Das ist geil. Ich kann jetzt auch nämlich am Stück aufnehmen, und zwar so lange ich will. Und wie ich, glaube ich, eben festgestellt habe, also ich, das geht mit Virtual Dub eben, habe ich das Geld. Scheiße? Ich sehe nicht so gerade, also, was sind hier so 24 Minuten? Das Video? Genau, 24. Ja. Ich habe nur etwas weniger aufgenommen. Also als ich aufgenommen habe, so stand irgendwie 16 Minuten. Ja, beginnen wir mal. Okay, wir haben hier gestartet. Wir haben da gespeichert und vor uns ist der Block. Hallo Block. Na, wie geht's? Komm, sprechen. Los, los, tu es! Tu es! Tu es! Er hat's getan. Beben. Mein Controller so vibriert. Augen. Grrr. Oh, wie schön, wieder Besuche in diesen Mauern zu sehen. Der Grund deines Kommens in diese Burg ist mir wohl bekannt. Du bist auf der Suche nach dem Sonnenschlüssel und dem Mondschlüssel. Nun, dann musst du gegen mich im Kampf antreten. Was? Solltest du gewinnen, so gebe ich den Weg zu den beiden Schlüsseln frei. Solltest du aber verlieren, so wartet dich ein grausames Schicksal. Ein wahrhaftig extrem grausames Schicksal. Nun nimmst du die Herausforderung an. Klar. So sei es denn. Es gibt keine Kommen mehr für dich. Ah, der ist der Game Master. Na, der wird mich so hassen, dafür das Englisch machen. Es ist soweit. Zeit für das große Geröllbuch-Quiz. Du siegst, wenn du auf 5 der folgenden Fragen richtig antworten kannst. Wenn du aber 3 Fehler machst, erwartet dich ein grausames Schicksal. Kommen wir zur Frage 1. Welchen Schatz bergen die Mauern dieser Burg? Sonnenschlüssel! Bist du sicher? Ja! Kling! So, das ist richtig. Gut, das war eine leichte Frage. Aber jetzt wird es schwierig. Es geht weiter! Und jetzt Frage 2. Wie viel kostet ein Pilz und eine Feuerblume im Laden von Blütenweiler zusammen? Ich hätte echt überrascht, dass ich das gewusst habe. Es waren nämlich genau eine Zahl, die ich sehr gerne mag. Meine Zweitlieblingszahl. Da habe ich lange überlegt. 12. Also ich habe geraten. Weil ich die Zahl war. Aber es war richtig gerade. Das ist richtig. Gut, das ist so eine leichte Frage, aber jetzt wird es schwierig. Sagst du immer. Es geht weiter. Zur Frage 3. Wie heißt der Bürgermeister von Blütenweiler? Ne? Weißt du es? Sagen wir so, ich weiß es nicht. Ich wusste nicht, ich weiß auch immer noch nicht, was richtig die Antwort ist. Wer es weiß, der schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich könnte ihn zwar einfach ansprechen, und ich nehme mir gerade im Nachhinein auf zwischen ein paar Aufnahmen. Oh. Ah, deine Antwort war falsch. Du nah! Deine falschen Antworten und es geschieht etwas Schreckliches. Go, auf der nächsten Mal. Ich nehme gleich übrigens weiter noch Mario auf. Jetzt kommt Frage 3. Ganz einfach. Wo ist das Sternjuwel? Bist du sicher? In Logatzburg? Yeah. Das andere hatten wir schon. So.
wurde auf Karte angezeigt. Magische Karte! Das ist richtig! Gut, das war eine leichte Frage. Aber jetzt wird es schwierig, sagst du immer. Ich frage mich, wieso die ganze Zeit Fehlergeräusche bei mir kommen. Wie kommt man von Rohling ins Feuertal? Mein Laptop spinnt gerade total. Es kommen die ganzen Fehlergeräusche. Ich habe keine Ahnung, wieso. Mit dem Schiff, mit dem Flugzeug, durch die Röhre, mit einem Kart. Mario Kart. Es war eine Röhre. Reinkommt. Oh, das ist richtig. Schon 4 Fragen korrekt beantwortet. Nämlich nach, die nächste Frage wird unglaublich schwer. Jetzt Frage 6. Welches der folgenden Wesen hat Hände? Koopas, Gumbas, Kalklück, Fuzzis. Jetzt weiß ich, was ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe Gumba gelesen, ich habe Gumbas und Koopas vertauscht. Ich meine so, hä, Gumbas ist doch richtig. Hä? Gumbas ist falsch. Koopas waren die mit Händen, ja? Oh, ja, voll dich, du Arsch. Auf der nächsten Frage. Ich habe einfach auf das Falsche draufgeklickt. Ah, deswegen war es falsch. Die letzte Frage. Wie viele Frage ist diese Frage? Frage Nummer 7. Meine Lieblingszahl. Oh yeah. Die Antwortmöglichkeiten sind auch geil. Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Ich kaufe ein E. Was? Ich weiß nicht, was das heißen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich kaufe ein E ist natürlich auf alles die Antwort. Nummer 7. Okay. Sicher, ja, ich bin sicher. Gagorga, das war richtig. Du hast 5 richtige Antworten. Du hast gewonnen. Ich bin heiße. Langsam. Klar. Verdammt, die konnte ich nur verlieren. Begrüßen. Gut, du magst was sehen. Jetzt nicht! Okay, das muss ich drin lassen. Ich hoffe, ich kann mir den Audio mal kurz so laut stellen. Und wir sind in der Kanalisation. Und wir haben Multisprung ist geil. Dann kann man auf den Gegner, auf die Köpfe drauf springen. Und immer wenn das Action Kommando stimmt, springt man vom Gegner zum Gegner zum Gegner. Also jeden Gegner trifft man einmal, wenn man gut ist. Ziemlich praktisch. Vor allem bei den großen Koopa-Herden, um die alle auf den Rücken zu werfen. Wo es auch später Koopas gibt, die auf den Rücken angreifen können und dann sogar mehr Schaden machen. So. Wollte ich schon, ne? Ausgerüstet. Ich bin gerade leise, weil ich mich zurückgelehnt habe, um mich zu schrecken. Der Keller, der Geröll wird mir ist kalt. Das liegt, was stimmt, an diesem Wasser. Die Luft ist kalt. Es ist dunkel, es ist eng. Schön, dass es hier nicht. Hier kommen Gegner, die ich gar nicht leiden kann. Fuzzis! Fuzzis! Oh mein Gott, das ist ein Fuzzi! Scheißviecher. Okay, Technik, Scanner. Kling. Gut. Das ist ein Fuzzi. Fuzzis sind mysteriös. Man weiß nie, was sie denken. Maximal KP 3, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Beim Angriff saugen sie sich an dir fest und absorbieren deine KP. Das Action-Kommando zur Verteidigung führst du aus, sobald sie sich von dir lösen. Weil die Fuzzis so schnell sind, ist das Timing etwas haarig und erfordert Übung. Dieser Fuzzi wird sterben. Bam, stirbt. Scheiß wie ich mag die nicht. Aus einem bestimmten Grund, den wir später sehen werden. Wo ich total verzweifelt bin. Da habe ich uns Button Smashing gemacht und deswegen das aufgehalten. Button Smashing hilft manchmal, wirklich. Hammer Time! Wie die Augen des Fuzzis immer rollen. Du bist voll. Wollknäuel, Feldknäuel, Knäuel, Dingster. Aber es gibt Geld. So im Wasser ist man langsamer, deswegen an Land springen ist man glaube ich schneller. Glaube ich. So vom Gefühl her. Und stimmt. Passt.
Kopflos! Bams! Das war das Action-Kommando. Wenn man voll Start das Action-Kommando bei ihr drückt, vor dem Sprung, dann macht man diesen Salto. Es ist cool. Stirb. Mal wieder. Wird die Anzahl der Sterne, die von dem Gegner abspringen, wenn man ihn trifft, zeigen an, wie viel Schaden man ihm gemacht hat, so als random Information. Fällt mir ganz auf, habe ich noch gar nicht gesagt gehabt. Der Mondschlüssel, der Mondschlüssel, so leicht. Was? Ah, scheiße. Okay. Es sind 4 Fuzzis. Kloppt ist nicht möglich. Fuzzis haben 3 Leben, wie man sieht. Naja, Multisprung haben wir nicht mehr. Na, Sterne? Nein, Sternfetten. Nein. Okay, Items. Okay, auf Items. Items. Okay, Feuerblume macht hier nämlich gegen alle Gegner 3 Schaden, deswegen. Brennt, ihr Scheißviecher. Zwölf Erfahrung. Yeah, bald ist ein Level up. Da ist nichts. Deswegen gehen wir in die andere Richtung. Genau wie auch am Anfang. Bei diesem Steinkreis. Links ist der Mondschlüssel, rechts ist der Sonnenschlüssel. Auch wenn man sagt Sonne, Mond und Sterne, ist es erst der Mond und dann die Sonne. Ich habe nämlich kein paar gerade, was ich in dem Augenblick da gesagt hatte, als ich das gespielt hatte. Er holt mich ein und er hat mich gekriegt. Ach nein, nicht schon wieder. Wieso fällt andauernd meine Maus runter? Eben kurz testen auf meiner Kanalseite und so weiter. Ja, okay, Mausrad geht noch, weil bei meiner alten Maus ist das Mausrad kaputt. Und Dose. Nein, keine Dose. Böse Dose. Ich sehe mal wie ein Mädchen kreischen. Nichts gegen Mädchen, aber ich sehe mal kreischen. Ah, herrlich. Bockklatscher auf Doom, auf Stacheln, die keine Stacheln sind, weil es so dreckige Haare sind. Wascht euch mal. Und 6 Sternpunkte waren das. Ich sollte den Controller aus meiner Hand legen. Alleine, weil der gerade noch an ist, der Gamecube, weil ich gleich wieder aufnehme. So. Okay, überlegen. Was tue ich denn? Angestrengt nach oben auf und Teile starr. Da immer gucken. Weil der hat mir ein Item geschenkt. Wutbeben. Das ist gut. Das Item ist richtig gut. 5 Schaden gegen alle Gegner am Boden. Und da ist einer geflüchtet, weil ich zu blöd bin, das Action-Kommando hinzukriegen. Er hat mich ausgelutscht. Wenn man den Angriff blockt wie der, bekommt man selbst keinen Schaden und die kriegen keine Leben. Sehr empfehlenswert, das Action-Kommando zu üben. Action-Kommando so als, als allgemeinen Begriff für A. A für Action-Kommando. Für Action-Knopf. Passt sogar. Ja. Und B? Boost, B ist der Boost. Sage ich jetzt mal so, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so gedacht war als Abkürzung. Ich glaube nicht, aber. See what I care. Und cool. Oh ne, nach 10 Minuten kommentiert. Ich trinke mal was. Und meine Maus tue ich weg, damit ich sie nicht runterschmeiße. Yep. Leben halten ist immer schön. Ich trinke jetzt meinen grünen Tee, den ich heute in den gekauft habe. Zitrone, Kaktusfeige. Würde ich unbedingt mal probieren. Wieder 4 Gegner übrigens. Bei uns in der Schule sind die da immer von einer gewissen Firma, die extra aufgekauft hatte. Dann sind die immer hingegangen. Jetzt haben wir direkt vor der Schule. Und da haben sie sich den Eistee eigentlich immer gehauen. Ich habe mich immer gefragt, wie der schmeckt. Schmeckt gut.
Wie Eistee gesagt? Ich meine grüner Tee. Ja, Level Up auf jeden Fall. Okay, was nehmen wir? Letztes Mal haben wir KP erhöht, BP erhöht, weil wir sind etwas unterentwickelt. Also, ja, wie man merkt, an uns gehen schon sehr schnell die BP aus. Tun sie jetzt zwar immer noch, aber nicht mehr so schnell. Sind irgendwelche chinesischen oder japanischen Zeichen auf der Seite. Keine Idee, was sie bedeuten. Panda Premium Science 1856 aus frisch gebrühtem Tee mit Puso Verde. Jetzt weiß ich, wieso das so lang ist. Weil das gehört ja gar nicht mehr rein. Ich habe es nämlich doppelt eingefügt, merke ich gerade. Okay. Dann sage ich mal, ciao Leute. Und bis gleich. Ihr braucht das Ding nochmal ansehen. Ciao.